Willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Und wir befinden uns gerade auf Yavin 4. Ja, das ist richtig. Yavin 4. Jetzt ist natürlich die Frage, wir sind hier, glaube ich, ein bisschen falsch, sehe ich gerade auf der Karte. Ich würde... Wobei es hier... sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. In dem Fall stimmt schon irgendwie. Dann nehmen wir mal hier die verschiedenen Wege, die man hier alle nehmen kann. Okay, ich weiß jetzt nicht so hundertprozentig, was wir jetzt hier machen müssen. Besiege Revanite Aufseher, Loyalisten und besiege Revanite Partisanten und Anhänger, okay. Dann machen wir das nochmal. Ach, Partisanen, nicht Partisanten. Ist auf einmal diese Droide hin, dieser riesen Droide auf einmal umgefallen. Hat mich gerade etwas verwirrt im Hintergrund. Und danach habe ich den Spieler erst gesehen. Oh, da drüben sind ein paar Leute. Den Loot nehmen wir natürlich mit. Okay, eine Sith-Marodeurin. Ich finde es eigentlich recht cool, dass die Sith und Jedi mal auf einem Planeten sind. Nur ich weiß nicht, wie es im PvP wäre. Ob wir uns dann hier angreifen würden.
So, das nehmen wir natürlich dankend an. Da hinten wäre noch ein Loyalist, den wir aber nicht mehr so direkt brauchen. Gut, der wäre auch down. Da hinten ist noch ein Aufseher, das ist gut. So. Da hinten ist noch ein Vorrat, sehe ich gerade. Also halten wir fest, sobald wir einen Vorrat zerschießen, explodiert er. Das passiert mir auch mal im echten Leben, weil ich da irgendeine Büchse anschieße oder sie öffne, dann wird die zerstört und explodiert. Ja, alles gut. So, jetzt sollen wir uns die innere Kamera anschauen. Habe ich gerade Kamera gesagt? Nein, ich meine natürlich Kamera. Sollen wir uns die innere Kamera angucken? Das machen wir natürlich gerne auch. Da drüben. Ich helfe. Oh. Eindringlinge! Unbefugte! Dieser Mond ist für euch tabu! Er hat es schon immer gesagt. Nur die Treuergebenen! Nur die Reinsten! Sein Wille ist unser Befehl! Ah, Moment, ich muss mich mal gerade umsitzen. So, jetzt. Sprecht ihr über den Imperator? Sprecht nicht von ihm! Ihr seid nur Vieh! Nahrung für seine glanzvolle Rückkehr! Ihr wurdet von den Anhängern eines Mannes namens Revan angegriffen. Wisst ihr, wohin er gegangen ist? Zum Tempel! Und von dort aus sind es nur noch ein paar Schritte zum Ziel. Wir sind gescheitert, aber das wird er auch. Pläne über Pläne. Auch das wurde vorhergesehen. Es gibt keine Überraschungen. Alles wurde vorbereitet. Was soll das heißen? Das Ende ist unausweichlich. Wir werden alle verschlungen, um seine Erhabenheit zu nähren. Alle Völker, alle Welten, alle Spezies. Ihr, ich, Revan, niemand wird überleben. Okay, ich weiß nicht, ob das krass eine gute Idee war. Töten! Seine Nahrung! Nein, sorry, aber da habe ich besser was zu tun.
seinem Ruhm. Alles muss enden. Mein Tod dient seinem Willen. Unser aller Tod. Unser Opfer ist der Funken für seine flammende Wiederkehr. Oh. Wie ich sehe, habt ihr einen neuen Freund. Der Mann hat Revans Angriff als einziger überlebt. Wir müssen ihn ins Lager bringen, um ihn zu befragen. Dann tun wir das. Kehrt zum Lager zurück. Wir haben viel zu bereden. Näher. Geist. Ich glaube, dieser Geist ist Revan, der uns irgendwie versucht, über irgendwelche Gedankentricks uns da zu beeinflussen. Ich glaube, der ist auch auf Yavin 4. Ich glaube, das Finale wird hier auf Yavin 4 sein. Das heißt, wir sind schon relativ nah. Aber sicher sind wir uns natürlich nicht, oder ich bin mir nicht sicher. So. Jetzt einmal hier rein. Stillhalten. Und dann hier wieder mit den Konferenztischen oder mit den ganzen Leuten hier verhandeln. Das ist ja immer eine Lieblingsaufgabe hier von uns. Ich habe euch ausdrücklich gesagt, dass es sich hier um eine imperiale Angelegenheit handelt. Die Einmischung eures Soldaten war unerwünscht. Wir müssen zusammenarbeiten. Wenn die Situation andersherum gewesen wäre, hättet ihr nicht genauso gehandelt? Ihr vertraut uns nicht. Wenn ihr uns vertrauen würdet, hättet ihr uns von Anfang an mit einbezogen und wir hätten dieses Problem nicht. Ihr spielt ein gefährliches Spiel. Ob ihr euch jetzt oder später tötet, spielt keine Rolle. Es gibt dem Feuer nur Nahrung. Genug. Ich quetsche die Informationen, die wir brauchen, aus diesem Mann heraus. Alles andere klären wir später. Wie wäre es, wenn ihr Meisterin Satil ihr Glück versuchen lasst? Treibt es nicht auf die Spitze. Ich wette, die Garde wurde ausgebildet, um Folter zu widerstehen. Es kann nicht schaden, etwas anderes auszuprobieren. Ihr könnt zusehen. Keine Geheimnisse. Bringen wir es hinter uns. Meisterin Satils Techniken sind interessant und überaus effektiv, wie ich zugeben muss. Ich glaube wirklich, dass wir schon bald alle Informationen haben, die wir brauchen. Ihr sollt wissen, dass ich mich gegen Marsplan ausgesprochen habe, was die Anlage der Garde anging. Wir haben zusammen schon so viel erreicht. Ich möchte nicht mit ansehen müssen, dass das alles von Reviergehabe zunichte gemacht wird. Dieser Waffenstillstand ist nur so stark wie unser gegenseitiges Vertrauen. Dann glaube ich, dass er mit unserer Hilfe nur noch stärker werden kann. Ich muss sagen, Meisterin Satil ist eine kompetente Befragerin. Theron kann wirklich stolz sein. Finden wir heraus, womit wir es zu tun haben. Ein Gerät für ein rituelles Massenopfer, so hat er es ernsthaft genannt. Es soll in der Lage sein, jedes Leben auf diesem Mond auszulöschen, um die Wiedergeburt des Imperators zu nähren. Und es befindet sich genau in dem Tempel, den die Revaniter als Stützpunkt gewählt haben. Also müssen wir in den Tempel vorstoßen und diese Waffe deaktivieren, bevor Revan sie verwenden kann. Hineinzugelangen wird schon schwierig genug. Der Tempeleingang besitzt ein Absperrsystem, das von außen überbrückt werden kann, wenn wir den richtigen Mechanismus finden. Ich bin schon dran.
Ich hätte jedenfalls nie gedacht, dass wir einmal von einer alten Sith-Tötungsmaschine vernichtet werden. So, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.